Das Jahr hebt seinen langen Schnabel überm Fastnachtsdorf. Geöffnet ist das Buch der Fabel. Der Erbstrohbär, den Pelz voll Winterschorf, er tanzt ins Licht. Der Tote trägt den Lebenden und spürt noch kein Gewicht. Die Nehmenden sind auch die Gebenden. Und das Rätsel spricht. Autos, Paketdrohnen, vielleicht auch den Mond. Bisher konnten wir den Toten nicht identifizieren. Diese Viecher haben sich zuerst über die Weichteile hergemacht. Früher galten Krähen als heilig. Vielleicht erkennt jemand dieses Tattoo. Trägt er nicht so offensichtlich, eure Eltern, Geschwister, Freundinnen. Immerhin ist der Tote nackt. Heute Nacht waren es unter 0 Grad. Was ist mit der Kleidung? Nichts gefunden. Bis auf das hier. Ist eine Haube, gehört zu einer Tracht. In der Lausitz wird gerade Fastnacht gefeiert. Ja, fangen Sie damit an, Fichte. Sehr gerne. Die Identifizierung ist erstmal das Wichtigste. Selbstverständlich. Danke, dass du reingekommen bist. Was soll ich denn sonst an meinem freien Sonntag machen? Kuchen backen und hoffen, dass jemand vorbeikommt? Je eher wir die Identität klären können, desto besser.